Valentina Doroninas, 22, TV-Verlobung bei Promi Big Brother, die Late-Night-Show schlägt hohe Wellen. Nun kam es zu einem Gespräch zwischen der Influencerin und der Familie ihres Verlobten, doch das endete im Drama. Valentina Doronina, Shitstorm nach TV-Verlobung. Für Valentina Doronina hätte die Jubiläumsstaffel von Promi Big Brother wohl nicht schöner enden können. Zwar wurde die Influencerin schon recht früh aus der Show gewählt. Bei der Late-Night-Show zur Sendung wartete am Wochenende aber eine ganz besondere Überraschung auf sie. Ihr Partner Ken Kaplan ging vor Valentina auf die Knie, machte ihr eine Liebeserklärung und fragte sie schließlich, ob sie seine Frau werden möchte. Valentina, die sonst immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, war sichtlich verblüfft, aber sagte natürlich ja. Während die Moderatoren Jochen Bendel und Melissa Kalay völlig hin und weg von dem Antrag im Live-TV waren, hinterfragen viele Zuschauer die Verlobung jedoch. Schließlich hatte Valentina wenige Tage zuvor noch im TV-Container gegen Kans Familie geschossen und nach einem Krisengespräch die Beziehung hinterfragt. Was für ein Schmierentheater. Schade Jochen und Melissa, dass ihr euch dafür hergebt, noch vor wenigen Tagen wusste sie nicht einmal mehr, ob er der Richtige ist, aber was tut man nicht alles, um im TÜV-U zu bleiben, zwinkernder Smiley einfach lächerlich. Alles für die Show Smiley mit Freudentränen schade, dass BB auch noch eine Bühne bietet. Schließlich muss man ja im Gespräch bleiben, Punkt man macht nicht mal eben nach 3 Monaten einen Heiratsantrag. Und dann noch, wenn so schwierige Verhältnisse mit den eigenen Eltern bestehen. Reagierten beispielsweise 2 User via Instagram entsetzt auf die Verlobung. Keine Versöhnung mit Kans Familie. Und nicht nur die Zuschauer sehen die Verlobung nach 3 Monaten Beziehung kritisch, auch Kans Familie scheint alles andere als begeistert davon zu sein, dass er Valentina heiraten möchte. So deutete die ehemalige Are You The One, Kandidatin in ihrer Instagram-Story an, dass die Kluft zwischen ihr und der Familie ihres Verlobten nach dem Antrag noch größer geworden ist. Kurzes Update, Gespräch mit den Eltern von Ken war schlechter als erwartet, ließ Valentina ihre Fans wissen. Weitere Versuche, sich mit Kans Familie zu vertragen, wird es wohl nicht geben. Die 22-Jährige hat eine Entscheidung getroffen. Es wird auf keinen Fall Kontakt mehr von meiner Seite aus in deren Richtung in den kommenden Jahren geben. Mehr wolle sie zu diesem Thema nicht sagen.